Hallo zusammen zum Samstagswochentalk. Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's zum Video. Als allererstes Augenpflege. Ich habe hier diese Hydrogel, diese iPads von Dalton. Diese zarten, sensiblen Pads, und die werde ich mir jetzt mal aufgeben und werde die eine Viertelstunde drauf lassen. Die haben verschiedene Wirkstoffe, zum Beispiel Plankton und Rotalge. Die verringern die Faltentiefe bei so Krähenfüßen, ja, bis zu 16%, sagt man. Panthenol beruhigt die empfindliche Augenpartie, und Hyaluronsäure polstert natürlich richtig auf. So, die liegen hier so dazwischen, und man trägt die also auf die fettfreie Augenpartie auf, bitte. Das kann man auch machen, wenn man geschminkt ist. Ich schminke mich gleich noch ein bisschen. So. Das sind wirklich kühlende, wunderbar kühlende Pads mit Soforteffekt. Das Sachet ist, also die Verpackung ist recycelbar und die Pads sind kompostierbar. So. Okay. Und jetzt lasse ich die mal eine Viertelstunde drauf und habe danach eine frische, leicht geliftete Augenpartie. Ist natürlich ein veganes Produkt, ne? So, das kommt jetzt weg. Bis gleich dann. Wisst ihr was, ich habe mir überlegt, ich lasse die Kamera einfach laufen und mache hier mal ein bisschen was am Auge. So, genau. Am Auge, im Gesicht. Ein Primer habe ich schon drauf, so ein Eyelid Primer. Das ist der hier von, den mag ich ganz gerne, der ist von Alverde. Und weiterhin von Alverde nehme ich jetzt mal so ein, das sind diese Eyeliner automatisch, mit einer ganz, ganz feinen Mine. Rausdrehen und das Lid ein bisschen straff ziehen. Es geht sogar mit diesem Pad ganz gut. Und ziehe mir jetzt hier so einen Strich. Unten mache ich nachher. Unten geht jetzt schlecht. Es soll ja ein schneller Look werden. Einfach, dass ich nicht hier so blass und farblos sitze. So. Es ist ja jetzt sehr in, auf Instagram habe ich gesehen, diese tollen Stifte von der, tollen Stifte, ich weiß nicht, ob die toll sind, es sieht jedenfalls toll aus, diese Sorte Eyeliner von Victoria Beckham, die gibt es aber hier nicht in Deutschland. Doch, vielleicht bei Sephora oder so, ist ja aber nicht. Da wird nämlich das Ganze, also der, so ein Lidstrich gemalt, und er ist an diesem Eyeliner, Satinliner, ist ein Stift, ne? Den man auch so rausdreht, und der ist so ein kleines Schwämmchen auf der anderen Seite, und dann kann man das so ein bisschen verwischen. Das mache ich jetzt mal manuell, weil ich habe den nicht, und ich nehme den mal von Kiko. Das ist so ein Grau. Grau, etwas glänzend, es ist ja jetzt irgendwie glänzender, ne? So jahreszeitmäßig. So, der muss auch nicht so ordentlich sein. Unten natürlich auch, aber ich mache das erstmal oben. So. Und dann soll die ganze Geschichte verwischt werden. Ach nee, Quatsch, hiermit. Kann man wahrscheinlich auch mit einem Wattepad machen. Ich mache es jetzt hiermit. Seht ihr, das geht wunderbar. Dass es so ein breiter Strich ist. Ja? Ich gehe mit dem Rest jetzt mal hier unten lang. Meine Güte. Ich mache hier was Dolles heute. Gut. So. Einfach ein bisschen verwischen.
Den nehme ich jetzt hier aus der Palette. Das ist ein Highlighter. Diesen Highlighter lege ich jetzt mit einem Pinsel rein und mache mir so ein Ticken in the corner. Also in den Augenwinkel. So ein kleines bisschen. Die Palette ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, aber ich benutze sie sehr, sehr selten. Von Tarte, eine schöne Palette, die ganzen Farben braucht kein Mensch. Und dann nehme ich jetzt mal diesen Ton hier und gehe einfach hier so ein bisschen, so Grau und Gold finde ich eigentlich sehr schön. Wenn man Grau und Gold auch klamottenmäßig. Wenn man jetzt ein stärkeres Schlupflid hat, natürlich eine dunklere Farbe, ne? Hier in diese Lidfalte machen. Das mache ich jetzt nicht. Und jetzt nehme ich mal diese wunderbaren Sachets ab. Ja, vielleicht von hinten nach vorne und etwas Lip Liner. Das ist auch noch so ein uralt Ding hier von Chanel, aber der ist noch in Ordnung. Mit so einem Applikatorschwämmchen, da drückt man ein bisschen drauf und dann kommt da die Farbe raus und dann kann man sich das auf die Lippen geben. Das ist eine Farbe, die dem Lippenrot sehr angepasst ist hier. Und das Ganze ist matt. Matt, matt, matt. Und jetzt werde ich mir mal die Augen zu Ende schminken, ja? Die Wimpern. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Mascara auf die Wimpern getuscht. Das ist die von Lancôme. Hypnose. Und ich habe die noch nicht mal ein halbes Jahr und die bröselt schon. Also, diese Produkte. Also das geschmeidige, also die geschmeidige Zeit des Auftragens irgendwie ist nicht so lange. Es bröselt. Naja, gut. Okay, der Lippenstift ist allerdings sehr, sehr schön. Dieser. Und ich trage mir jetzt mal hier diesen Gloss auf, diesen Creme Brûlée von NYX. Den gibt es in der Drogerie, also da, wo es NYX gibt. Ne? Sehr angenehm, finde ich. Weil so ein hellerer Gloss, der polstert nochmal so ein bisschen die Lippen auf. Seht ihr das? Also polstert nicht wirklich, ne? Also für die Optik so. Ja. Auf den Nägeln habe ich heute einen fliegenden Lack mit Farbe Treat Love and Color von Essie. Das ist die 08 Loving Who, nicht True Who. Und der hat so einen leichten Goldschimmer. Ich habe den nur einmal aufgetragen. Und also bei mir Nagellack, das hält bei mir nicht. Also wenn ich mir eine Farbe auftrage, 1-2 Tage und dann blättert alles ab. Und das ist pflegend und ist also pflegend für die Nägel und es, man hat irgendwie gepflegte Finger, es sieht irgendwie schöner aus. Ja, so, naja, also ihr seht draußen, es ist bunt. Es ist bunt draußen. Ich fühle mich überhaupt nicht, als wäre in 14 Tagen der erste Advent. Ich verlinke mal wieder meine wunderschönen Adventskränze, die ich damals in Frankfurt noch gezaubert habe. Meine Güte, was ich alles gemacht habe. Das ist verrückt, wenn man sich so alte Videos anschaut. Besonders dieser aus Alt mach neu. Den finde ich sehr, sehr schön. Es ist auch zeitgemäß. Also wenn ihr so einen alten Weidenkranz habt, schaut euch da mal das Video an. Ich verlinke das in den... Ne? Also
im Video. Braucht er nur draufklicken, ne? So. Oder im Abspann vielleicht. Und natürlich die wunderbare Kürbissuppe liegt da jetzt nahe, ne? Also Weihnachten. Also ich fühle mich überhaupt nicht weihnachtlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich blende mal diese wunderbaren Impressionen ein von Potsdam, die ich jetzt vorgestern hatte oder gestern. Und das ist keine weihnachtliche Stimmung. Aber ich denke mir, vielleicht in 2-3 Wochen, vielleicht sieht es dann alles ein bisschen anders aus. Aber nächste Woche soll es auch nochmal sehr, sehr schön werden, das Wetter. So, ich blende jetzt mal ein. Ist das schön morgens um 10 oder nee, 10:30 in Deutschland? Ich musste eben vom Rad steigen, weil ich einfach, also ich bin hin und weg. Diese Schönheit, dieses Licht macht mich ganz mit Schuggel im Kopf, ganz ehrlich. Ich bin völlig versucht, das Marmorpalais mal ranzuholen hier. Mein liebes Stars, ich gehe mal mit euch. Das bin ich hier übrigens, der Schatten. Hier, das ist mitten in der Stadt, die hört die Autos, Motorräder. Das ist, guck mal, hier ist das Licht. Es ist November. Es ist doch nicht wahr, oder? Ich bin dankbar jeden Tag dafür, dass ich das sehen darf, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Hier sehen wir überall die gotischen Elemente. Gotik, ne? Das ist die gotische Bibliothek. Es ist so ein entzückender kleiner Bau. Und da hinten ist eins meiner absoluten Lieblingsschlösser. Und das ist übrigens der Heilige See. Mein Schwimmsee. Und hier haben wir das Marmorpalais in Rosa. Das liegt da einfach so da. Jeden Tag. Und das ist das entzückende grüne Haus. Und hinter den Bäumen haben wir dann den Jungfernsee und da ist die ehemalige Grenze. Da haben wir auch Schloss Sizilienhof. Das ist dann der neue Garten, ne? Also, oder der Mauerweg, besser gesagt. Ja. Also, das Leben ist schön. Also, nochmal zu diesen Hydrogel Eye Pads. Die sind sehr zu empfehlen. Das ist ja eine verbesserte Rezeptur. Es gab ja vorher andere. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal erwähnen, dass der Dalton-Code für diese Single Week, Single Kirsti, bis zum 18. geht. Weil es wohl so ein riesiger Andrang war, als der Code online ging, dass der Server da gecrashed wurde, dass gar nichts ging. Viele haben ja auch geschrieben, hey, wir können gar nicht bestellen, weil, ne, und Dalton hat ja auch um Geduld gebeten, dass sie das alles wieder richten. Ist jetzt alles wieder im Lot, man kann wieder bestellen und die Single Week ist verlängert worden und ihr spart 30% auf alle Produkte, außer auf Geschenkboxen und Produkte mit Streichpreisen. Ne? Ja, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen und nicht vergessen, falls ihr noch mal ein Geschenk braucht für euch oder für die Freundin oder die Schwester. Ja, apropos Geschenk. Ich habe ein sehr schönes Buch gerade am Wickel. Und zwar heißt die Dame Monika Bittel. Die hat dieses Buch auch geschrieben. Irgendwie habe ich mich jünger in Erinnerung. Und dieses Buch heißt Ohne meinen Mann wäre ich glücklich verheiratet. Ich habe das vorgestern angefangen. Das ist natürlich auch ein Spiegel-Bestseller. Ist von 2018. Und das sind sehr hübsche Anekdötchen, warum die jetzt schon so lange zusammen sind, obwohl sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also es ist ganz, ich möchte nicht zu viel verraten, ist ganz, ganz witzig geschrieben. Das ist, kostet 12,90 Euro. Das ist eine schöne Leselektüre, so was Leichtes. Kurz, also lauter Kurzgeschichten sind das, ja. Also das, ich mache immer gerne solche Empfehlungen. Und ihr nehmt sie auch immer gerne an. Ansonsten habe ich heute nichts weiter zu empfehlen. Außer ja, das Buch und vielleicht, also diese Kiko-Stifte, die sind sehr, sehr schön. Gut, die Victoria Beckham-Stifte kosten um die 20 Euro. Ich finde die sehr, sehr schön, weil das sind auch so feine Liner. Ne? So feine Liner wie dieser von Alverde. Jetzt habe ich die falsche Seite aufgemacht. So zum Rausdrehen, den man nicht anspitzen muss, ja. Wäre natürlich genial, wenn hier auch ein Schwämmchen dran wäre, aber muss man ja nicht haben. Ne? Man kann sich ja so einen kleinen Pinsel, der ist hier von BH Cosmetics, das ist so ein kleiner,
ziemlich festgebunden. Da kann man sehr schön so einen Messi-Strich mitmachen, ne? So einen verwischten Strich. Man ist geschminkt und irgendwie geht das ganz, ganz fix. Und ihr wisst ja, ich bin ja Freundin vom fixen Schminken und wenig Schminken. Ach so, und auf den Wangen habe ich jetzt auch ein bisschen Farbe. Das ist der Brightening Brick, der von Bobbi Brown. Und die Farbe heißt in diesem Fall Korall, obwohl das 6 verschiedene sind. Dieser Brightening Brick hat praktisch einen Puder, einen Rouge und einen Highlighter in einem. Und man geht mit dem Pinsel da so rein und dann, ne, kann man sich die 3 machen oder nur so ein bisschen die Wangen anhübschen, dass man ein bisschen frischer aussieht. Finde ich sehr schön, statt jetzt einen Puder zu nehmen und einen Rouge zu nehmen und einen Highlighter zu nehmen, ist hier alles in einem. Und der hält lange. Meinen letzten hatte ich 5 Jahre. Und bei einem pudrigen Produkt geht das auch. Kann man das auch so lange aufbewahren. Es funktioniert. So. Ja, ihr Lieben. Das war jetzt mal die Woche. Also dieser Beauty-Wochentalk. Einfach, um mich mal zu melden. Ich hatte einen ganz witzigen Post auf Instagram gemacht und da habe ich so, so viele, wirklich so viele Herzen bekommen und so viel wohlgemeinte Kommentare und Zustimmung. Natürlich halten Influencer irgendwie was in die Kamera, ist klar, ne? Also deshalb machen sie ja YouTube oder Instagram oder TikTok und man wird auch ein bisschen gesponsert von Firmen. Also manche machen das, nicht alle Firmen sponsern die einen. Na doch, man bekommt die Produkte und man wird gebeten, etwas vorzustellen, wenn man es denn gut findet. Und das finde ich auch alles in Ordnung und legitim und das mag ich auch. Aber bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich mache ja auch Unterhaltung für euch und diese Woche ist jetzt nichts weiter groß in petto, was ich da erzählen könnte. Aus dem Nähkästchen plaudern, doch. Doch, 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 doch. Doch, es ist, es ist heute, genau, es ist Freitag und heute ist ja dieses Face-to-Face-Date. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Magenschmerzen, aber ich habe irgendwie so überhaupt keine Lust. Und man sagt ja, wenn man keine Lust hat oder keinen Bock auf irgendwas, gerade auf so eine Verabredung oder auf irgendein Event oder so, wird es besonders schön. Also bei mir ist es oft so, ne? Wenn ich mich tierisch freue, dann... Aber ich habe irgendwie so gar keine... Ja. Das ist natürlich auch abends und es ist ja jetzt 4:30 schon dunkel und irgendwie, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt... Ich habe immer nicht so Bock, abends im Dunkeln dann nochmal so loszufahren, so loszudüsen, sich anzuziehen und loszugehen und dann in sowas Ungewisses hinein, da 6, 12, 18 Leute kennenzulernen, also mit mir, also 17. Ja, die Locations stehen fest. Gut, ich kann das Ding ja auch sausen lassen, dann mach's nicht. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist das ja schon gelaufen, da braucht ihr mir gar nicht schreiben, geh hin, dann war ich wahrscheinlich schon da. Naja, was zieht man da an, ne? Also auf jeden Fall nicht so aufbrezeln. Gut, jetzt wie ein Waldschrat werde ich da auch nicht aufkreuzen, aber am besten eine Jeans und einen kleinen Blazer oder sowas, dass man so angezogen ist. Also jetzt nicht mit so einem Tüttelkleid, ne? Sowas ziehe ich eh nicht an, aber jetzt nicht so sehr, ne? ja. Ich habe euch ja versprochen, dass ich darüber berichten werde. Und das werde ich auch tun. Ganz, ganz ehrlich. Wenn ich es richtig doof finde, werde ich das abbrechen. Man kann ja gehen. Ne? Jeder bezahlt da seine Drinks. Ich habe euch ja erzählt, wie das funktioniert. Immer 6 Leute an einem Tisch, in jeweils 3 verschiedenen Locations. Man wechselt 6, 12, 18 Leute. Also man wechselt 3-mal und in der 4. Stunde sind alle zusammen dann an einem großen Tisch. Und das geht dann also bis 0, bis 24 Uhr so. Und in der Zwischenzeit wurden wir schon darauf hingewiesen in der E-Mail, dass jeder bitte seine Getränke dann gleich bezahlt und nicht, also wenn er aus der einen Location geht und in die andere dann sich setzt, dass dann nichts offen ist irgendwie, ne? Weil das ist ja eine Kooperation mit diesen Cafés, Bars oder was das ist. Ja, na gut. Ich habe mir gesagt, ich werde es mal einfach für Recherchezwecke nutzen. Ich werde für Recherchezwecke, ich mit dem Pinsel hier rummehre, werde ich jetzt, nicht jetzt, also werde ich heute Abend wohl dahin gehen.
und werde mich einfach überraschen lassen. Wie sagte mal, oder sagte Rudi Carrell, lass dich überraschen. Mhm. So, ein bisschen heiser bin ich auch, also meine Stimme war schon mal besser. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen fabelhaften, wunderbaren Samstag und Sonntag, also ein wunderschönes Wochenende. Seid besonders gut zu euch und zu euren Mitmenschen. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.